Hallo du und willkommen zurück zu Harvest Day, My Dream Farm, mit mir, der lieben Fenia. Ja, das letzte Mal haben wir Tiere adoptiert bei der lieben Rachel. Wir sind immer noch an dem Tag, wo wir sie adoptiert haben und wir werden gleich mal ins Bett gehen. Wir haben auch die Ranch, also Lydias Ranch, uns angeguckt, um zu gucken, ob wir uns vielleicht da was kaufen können. Aber nein, die Pferde kosten 5.000, so wie die restlichen Tiere. Und hier hüpfen die Kaninchen, die aussehen wie Hunde. Die sind voll süß. Oh, guck mal, das ist ja mega stark. Und ja, wir gehen jetzt ins Bett. Und schauen uns gleich mal an, was wir für zwei Tiere bekommen. Auf jeden Fall ein Hund und eine Katze, aber ich bin ja mal gespannt, ob es diese Rasse war, die wir da gesehen haben. Oder, wow, Landwirtschaftslevel 1, können mit der Hacke plus 1. Das Verwenden der Hacke verbraucht weniger Energie. Neue Anleitung, Hühnerstall. Oh, wir können Hühner anschaffen. Geilo. Mittwoch, dritter Tag. Oh. Ich bin ja mal gespannt. Und der Hahn, der kräht schon. Ah, da sind die Tiere. Ich sehe sie schon. Oh, Taffy. Hallo. Oh, wie süß. Wie kann ich die streicheln? Kann ich das überhaupt streicheln? Hühnerstall. Was brauchen wir für Hühnerstall? 100 Holz, 50 Steine und 2000. Wie sollen wir denn so viel Geld kriegen? Ah, bist du süß. Lucky. Oh, hallo. Oh, seid ihr süß. Kommt ihr mit? Und wir haben Post. Eva. Hi, Fenia. Es ist Frühling, falls du es noch nicht weißt. Frühling ist die perfekte Jahreszeit für Brombeeren und Himbeeren. Überall sind die Büsche jetzt voll mit ihnen. Mit der Ernte lässt sich sogar etwas Geld verdienen. Oder du isst sie einfach alles sofort selbst. Tipp. Besuche den Wald westlich des Dorfes. Eva. Oh, cool. Benutze eine Sense, wenn dein Getreide reif für die Ernte ist. Oh, schaut ihn euch an. Wie süß bist du denn? Und du, Lucky? Ach Gottchen, seid ihr putzelig. Oh, sind die nicht süß? Die beiden sind echt knuffig. Oh, oh. Ihr Hasen? Frisst mir ja nicht meine... Ich dachte, die wären jetzt reif. Oh doch, sie sind reif. Quest abgeschlossen. Benutze die Sense für die Ernte. Baue einen Hühnerstall. Okay. Aber wir müssen erstmal Money machen. Ich gieße erstmal die Felder, bevor ich neue Radieschen reinstecke. Nein, ich stehe nicht richtig drauf. So, jetzt. Also nichts gegen euch, ihr kleinen Hobbelhasen. Aber fresst mir nicht meine Rübchen weg. Ich brauche meine Rübchen. Ohne Rübchen kann ich nichts anpflanzen. Verkaufen. Ich benötige Wasser. Aber 30 Rüben. Geilo. Dann steht ja doch bald nichts mehr im Weg für den Hühnerstall. Dann haben wir nicht nur einen Hund und eine Katze, sondern auch ein Hühnerstall. Sind die beiden eigentlich, Toffy und Lucky? Jetzt sind sie weg.
Wer weiß, vielleicht spielen sie auch mit den Hasen. Vielleicht sind sie ja voll die Best Buddies geworden. Aber Toffi und Lucky bringt dem bei, dass sie nicht mit meinen Rüben spielen sollen. So, Rüben. Ups, nein, so. Reingesteckt. Reingesteckt. Wehe, frisst mir meine Rübchen, du. Dann ist aber was los, Häschen. Ich habe einen Wurm gefunden. Während ich Rüben reinstecke. Naja. Kann man auch machen. Also Brombeeren westlich des Waldes. Wo ist denn hier Westen? Ich frag nur. So. Subi. Dann stecken wir die 30 Rüben in die Truhe und hoffen, dass wir was bekommen. Eine Versandkiste. 180 Coins. Ah, da sind die beiden. Hier ist Toffi. Aber wo ist Lucky? Lucky? Wow, macht sie. Es regnet. Es regnet und ich habe keinen Regenschirm. Du kannst Gegenstände auch per Versand verkaufen. Klicke sie dafür einfach in eine Versandkiste. Die Duda-Münzen. Dafür erhältst du dann über Nacht. Achso, die erhalte ich über Nacht. Gut. Ich nehme. Oh Gott, jetzt gewittert es auch noch. Oh je, beim besten Wetter. Na toll, und hier gehen jetzt auch noch die Sirenen. Ja, schön. Läuft bei mir. Ui, es tut mir wirklich leid, falls ihr sie hören solltet. Aber ich kann das nun mal nicht ändern. Die sind halt sehr nah bei uns, die Sirenen. Oh, sogar ein Blitz eingeschlagen. Habt ihr das gesehen? Ach du heiliger Bimmer. Alles nur, weil ich Brombeeren suchen will. Ja, läuft bei mir. Ich hoffe, das Wetter geht wieder weg. Sind denn hier die Büsche? Sind die da oben? Oh, es ist krummelt. Ich bin ja echt nicht gerne bei so einem Wetter draußen, muss ich sagen. Schon wieder ein Blitz eingeschlagen. Oh. Ich glaube, ich bleib hier. Hier ist es irgendwie gruselig. Das sieht aber nicht aus wie Wald. Ein Autohaus. Hallo. Gut. Das ist aber nicht der Wald. Ich will nach Hause.
Ich habe mich voll verfahren. Oh, Gott sei Dank, das Unwetter ist vorbei. Gott sei Dank. Puh. Da ist nur, weil ich Himbeeren suche. Ich glaube, da oben wächst was. Kommen wir denn da hoch? In Ratchets Tierauffangstation werden heimatlose Tiere untergebracht. Mehrere Hunde und Katzen hier suchen ein neues Zuhause. Stellt zuerst die richtige Unterkunft für sie bereit. Sonst erlaubt ihr Rachel nicht, ihre Tiere zu adoptieren. Besuche Rachel und rette ein Leben. Ha, ich glaube, ich habe Himbeeren gefunden. Glaube ich. Die sind, oder doch? Du sollst hochfahren. Hilfe. Gut. Bleib doch da stehen, du Roller. Ist mir doch egal. Halt, Brombeere. Komm her. Okay, ich dachte, es gibt mehr Büsche. Aber wir nehmen gerne die Brombeerchen mit. Gar kein Problem. So sehen also Brombeerbüsche aus. So, Roller. Okay. Ah, jetzt. Huch. So. So. Finden wir hier denn noch Brombeerbüsche? Also die Farbe muss noch gelernt sein für mich. Aber wenigstens haben wir jetzt wieder schönes Wetter. Wieso habe ich hier jetzt das Axtzeichen? Da oben gibt es auch noch Brombeeren. Ich hoffe, die Büsche wachsen wieder nach. Wäre ja doof, wenn die nicht mehr nachwachsen würden. Hui! Pilze? Naja, nehmen wir auch mit. Und vielleicht zwischendurch mal ein bisschen Holz sammeln, damit wir uns auch mal einen Hühnerstall leisten könnten, wa? Eventuell. Schließlich brauchen wir 200 Holz noch. Bumm. Wie viel Holz haben wir jetzt schon? Müssen wir gleich mal gucken. Wo ist eine Rolle? Ah, da.
Hallo Rollo. Ja, so fährt man neuerdings. Also, wenn ihr das noch nicht wusstet, dann wisst ihr es jetzt. Denn so macht das Rollerfahren viel, viel mehr Spaß. Wenn ihr das noch nicht wusstet. Schön. Naja, egal. Halt, stopp. Der wird schon von alleine reinfluppen. So, wir haben ein paar Brombeeren gesammelt. Schmeißen wir einfach mal hier in unsere Kiste. Himbeeren, eine kleine rosafarbene Sammelsteinfrucht, die im Frühling in der Wildnis wächst. Gewöhnlicher Pilz. Ein Pilz, der in der Natur von Büschen gefunden werden kann. Wenn du ihn isst, hast du wieder. Habe ich wieder was? Eine kleine schwarze glänzende Sammelsteinfrucht. Sie ist essbar. Haselnuss. Eine riesige Haselnuss. Ein Rohmaterial. Okay. Was passiert denn, wenn ich diesen wunderschönen Pilz. Gut. Aber ihr Lieben, die Zeit ist natürlich wieder um. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Abo da, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Kommentiert ganz, ganz fleißig oder ja, wie ihr das Spiel so findet und so weiter und so fort. Und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bleibt gesund und tschüss.